Kennst du das auch, dass ein Mann über bestimmte Themen und Probleme nicht sprechen will? Und das ist für viele Frauen sehr schwierig. Gleichgültig, ob sie den Mann erst relativ kurz kennen oder mit ihm schon etwas länger in einer Beziehung sind. Und genau deshalb werden wir uns heute diesem und einem anderen wichtigen Thema widmen. Also, bleib auf jeden Fall dran. Hallo meine Liebe, Roland Demian hier, dein Coach. Wenn du liebend gern einen Partner auf Augenhöhe hättest, aber aus irgendwelchen Gründen will es einfach nicht klappen. Und nun willst du zur besten Version deiner selbst werden, indem du deine inneren Blockaden und Bremsen löst und so deine Energie bzw. deine Ausstrahlung zum Positiven veränderst, um einen Mann auf Augenhöhe in dein Leben zu ziehen. Ich bin der Meinung, dass du mit einem Mann reden und dich selbst und das, was dich bedrückt, zum Ausdruck bringen solltest. Nur leider höre ich von vielen Frauen, ich kann mit ihm nicht reden, weil er nicht zuhört und dem Thema immer ausweicht. Nun meine Frage an dich. Wieso bitteschön bist du da noch mit ihm zusammen? Ich meine, wenn der Mann abweisend ist, dich abblitzen lässt, um den heißen Brei herumredet und du mit ihm nicht reden kannst, wieso bist du dann noch bei ihm? Dir muss klar sein, es ist nicht möglich, eine gesunde und glückliche Beziehung zu führen, wenn der Mann nicht bereit ist, mit dir zu kommunizieren. Zugegeben, es gibt Männer, die sind nicht gerade die besten Kommunikatoren. Aber ist der Mann dann zumindest bereit, dir zuzuhören? Denn es gibt Männer, die wollen eine Frau eher zum Schweigen bringen und sie nicht sagen lassen, was sie zu sagen hat. Und genau das ist ein Problem. Wie sollt ihr denn eure Themen und Probleme ohne Kommunikation bewältigen? Und wenn du dich dann unverstanden und ungehört fühlst, dann wird das Konsequenzen haben. Vielleicht fühlst du dich nicht respektiert oder wertlos. Und als Folge dessen wirst du anfangen, den Mann zu verachten und es wird eine toxische und negative Energie entstehen. Hinzu kommt, bewusst oder unbewusst, dass du runterfahren wirst. Du wirst den Mann vielleicht nicht mehr so sehr respektieren und wirst auch keine Lust mehr haben, mit ihm intim zu sein. Oder du wirst dich zurückziehen. Das Traurige ist, dass du vielleicht genau das bei vielen anderen Menschen gesehen hast. Und die haben sich dann über Jahre durch die Beziehung auf diese Art und Weise geschleppt. Darum ist es so wichtig, eine klare und transparente Kommunikation bereits in der Datingphase zu schaffen. Warte damit nicht, bis du in einer Beziehung bist, um festzustellen, ob ihr miteinander reden könnt. Das alles muss bereits in der Datingphase geklärt werden. Es gibt so viele Menschen, die Angst haben, sich zu öffnen und sich verletzlich zu zeigen und bleiben so in der Kennenlernphase an der Oberfläche, um so die anfängliche Beziehung zu genießen, um Spaß zu haben und aktiv im Bett zu sein. Das ist alles schön und gut. Nur leider erlaubst du dir so nicht, deine Mauern fallen zu lassen. Zumindest nur zum Teil. Denn dann wird es auch dein Gegenüber tun. Und du wirst die Gelegenheit kommen, in ihn einzutauchen, um zu sehen, was er fühlt und wie er mit unangenehmen Themen umgeht. Es ist wichtig, herauszufinden, ob das ein Mann ist, mit dem du kommunizieren kannst. Falls er das nicht ist, dann wird eine Beziehung mit ihm auf Dauer nicht funktionieren. Wenn der Mann nicht bereit ist zu kommunizieren oder bereit ist, dir zuzuhören, dann ist das ein Warnzeichen, dessen du dir bewusst sein musst. Ein weiterer wichtiger Punkt, er vernachlässigt deine Bedürfnisse. In einer Beziehung ist es wichtig, dass beide bereit sind zu kommunizieren, dass beide die Gefühle des anderen respektieren und dass beide auf die Bedürfnisse des anderen eingehen. Und wenn der Mann auf deine Bedürfnisse nicht eingeht und auf deine Gefühle abweisend reagiert, dann ist das ein Warnzeichen und auch ein Zeichen, dass du ihn loslassen solltest, weil er einfach nicht der Richtige für dich ist. Der Mann ist hier nicht dazu bereit, die notwendigen Bemühungen zu investieren, damit daraus eine glückliche und erfüllte Beziehung besteht. Sieh bitte nicht darüber hinweg. Und ich muss dir nicht erzählen, dass in so vielen Beziehungen die Bedürfnisse des anderen vernachlässigt werden. Eine Frau, die zu mir ins Coaching wollte, hat mich mal kontaktiert und sie sagte, ich liebe ihn so sehr und wir sind seit einiger Zeit zusammen und ich will ihn einfach nicht gehen lassen. Dann habe ich sie gefragt, okay, aber warum liebst du ihn denn so sehr? Und sie hat mir dann nur die Dinge aufgezählt, die sie für den Mann gemacht hat. Als sie mit ihrer Aufzählung fertig war, habe ich sie gefragt, das ist ja alles schön und gut, aber was macht er für dich? Und nachdem sie kurz überlegt hatte, sagte sie, oh mein Gott, er macht nichts. Das war das erste Mal, dass die Frau realisiert hat, was hier überhaupt los ist. Das war für sie wie ein Schlag ins Gesicht. Sie ist aufgewacht
und hat bemerkt, dass sie in einer Beziehung war, in der sie viel für den Mann getan hat, aber er im Gegenzug nichts für sie getan hat. Und es war nicht nur so, dass er nichts für die Frau getan hat, sondern wenn sie etwas von ihm verlangt hat, hat er es einfach abgewiesen. Er hat einfach ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse vernachlässigt. Und das ist ein klares Zeichen, wenn du sowas auch schon erlebt hast, ist es ein klares Zeichen für dich, dass du den Mann loslassen und gehen sollst. Erlaube niemandem, dich so zu behandeln. Und vielleicht findest du dich in den beschriebenen Situationen wieder und tief in dir drin weißt du, dass das nicht in Ordnung ist. Aber irgendwie fehlt dir die Kraft zu gehen und du weißt nicht so recht, was du tun sollst. In diesem Fall ist es wichtig, erstmal wieder in deine Stärke zu kommen. Viele Frauen wissen, dass sie einmal diese Stärke besessen haben, aber im Laufe der Zeit haben sie den Zugriff darauf verloren. Und wenn du bei all dem meine Unterstützung benötigst, um wieder in deine Stärke zu kommen und dein bestes Selbst zum Vorschein zu bringen, um so einen Partner auf Augenhöhe in dein Leben zu ziehen, dann sollten wir am besten per Zoom miteinander sprechen. In einem absolut kostenfreien Erstgespräch schauen wir, wie ich dich in deiner aktuellen Situation unterstützen kann. Um dich für dieses kostenfreie Gespräch anzumelden, geh auf roland-demian.de oder klicke auf dieses i hier oben. Ich freue mich auf dich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben und denk daran, diesen Kanal zu abonnieren, um so kein Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und ich freue mich, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, dein Roland.